So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, bla bla bla. Und letztes Mal haben wir die Feenmission freigeschaltet. Eine Feenmission auch gemacht. Außerdem recht viel Geld bekommen. Wir haben jetzt über 10.000 Rubine. Und gerade will ich halt trotzdem so ein bisschen auf Crocs suche. Ja. Ja. Ich überlege jetzt, ich denke, wir machen die Mission. Da fehlt mir ein Croc. Ich denke, da rennen wir schnell mal mit Link durch. Lassen wir es krachen, Bruder! Die Frage ist nur... Ja... Das ist nicht so optimal. Ich muss erstmal Waffen verkaufen. Du! Ich meine, ich könnte auch jetzt wieder das Masterschwert verstärken, aber ich meine, es kostet halt so viel Geld. Ich weiß nicht, ob es das Geld wert ist. Und das ist das Ding. Ich will nichts verkaufen. Ich will kombinieren. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, ob es das Geld wert ist. Es kostet halt 300 pro Waffe. Macht 1500. Und levelt halt kaum noch. Also man muss jetzt schon richtig viel herblättern, dass es nochmal stärker wird. Ach, muss halt echt nicht. Nee. Nee, da verkaufe ich lieber die Waffen, ganz ehrlich. Das Masterschwert ist erstmal stark genug. Sollte ich mit Link jemals Probleme bekommen, was Kämpfen angeht, kann ich immer noch leveln. Jetzt verkaufen wir erstmal ganz viel Schrott. Da ist nochmal Schrott. Jo. Okay, genug Platz. Auf in die Mission. Einfach alles wegmetzeln. Hä? Du kannst den Kampf vom Zwischenspeicherpunkt aus wieder aufnehmen. Nahrungseffekte wirken sich nicht auf Titanenkämpfe aus. Nur normaler Kampf. Okay. Die Goronen leben. Ja, das wissen wir doch alles schon. Gehen wir nicht auf den Keks. Gemeinsam mit Link. Ey. Da kommen Link und... Ne, da kommen alle. Ich dachte, es kommen nur die zwei, die hier spielen jetzt, aber es kommen einfach alle. Okay. Ich meine aber, solange man nicht den Ivarok am Ende besiegt, ist die Mission nicht vorbei. Also kann ich, denke ich, erstmal eine Weile spielen, bis alles offen ist, alle Gates und so weiter. Wobei, vielleicht ist es besser, zu erkunden, bevor die Gates offen sind, weil dann kann ich Abschnitte direkt abschließen und sagen, ich war hier schon. Ja, das ist das, was ich meine. Es ist zwar eine große Map, aber es sind halt Gänge. So, du kannst eigentlich nicht eine große Fläche haben, in der du dich umgucken musst. Das ist genau das, was ich meine. Was das schon mal deutlich angenehmer machen sollte, hier was zu suchen. Auch wenn es jetzt halt nur ein einziger Croc ist, den ich suchen muss. Ich sollte! Den haben wir schon. Okay. Das haben wir alles hier schon. Ah ja. Hier ist noch so ein Zipfel, okay. Ich hoffe, das geht jetzt schneller als die anderen Missionen. Ich drehe es uns einfach frei. Na, hier, das meine ich. Hier ist zum Beispiel jetzt noch zu.
Und bevor ich jetzt nicht weiterspiele, geht es ja auch nicht auf. Das heißt, ich kann mich erstmal umgucken und kann dann sagen, das Gebiet bis dahin ist dann schon abgefrühstückt. Ist auch nichts. Da war ich gerade schon, dann geht's hier unten weiter. So. Aber ich habe spontan jetzt auch keine Idee, wo ich da was ausgelassen haben könnte. Ich meine, dass ich damals schon die Gänge relativ sicher abgelaufen bin. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich habe ja fast alle Crocs gefunden. Also so schlecht kann ich das gar nicht abgelaufen sein. Es fehlt ja nur ein einziger. Das ist ja das Ding. Es fehlt ja nur ein Croggy. Okay, da oben ist auch nichts drin. Dann haben wir auch jetzt abgeguckt hier den, diesen Weg hier. Gut, dann unten lang. So, das war Nummer 1. Ich glaube, da drüben ist auch noch zu, wenn ich sehe. Ah, da drüben ist der andere. Okay. Dann lassen wir den aber erstmal anders sein. Und gucken uns erstmal um, weil hier ging es ja auch noch den Weg hoch, richtig? Genau. Den Weg muss ich später ja auch hochgehen. Aber wie gesagt, ich lasse ihn jetzt erstmal. Ich gucke mir. Ich glaube, den Weg bin ich ein bisschen schlampig hochgegangen. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mich so dran erinnere, dann bin ich den Weg. Ah ja, ich kann den Weg noch nicht hochgehen. Ich muss erst die beiden erledigen, dann gehen die Tore auf. Na gut. Ist auch in Ordnung. Mal kurz hier rüber. Ah, den haben wir. Okay. Da war eine offenbar. So. Jetzt geht die Tore auf. Gehe ich erstmal kurz. Ich glaube, aber hier habe ich auch einen schon mitgenommen. Ich glaube, da hinten war einer drin, richtig? Nee. Nicht richtig, aber ich meine, dass hier zumindest dann keiner ist, sagen wir es so. Okay. Okay, dann haben wir das hier auch durch. Wie gesagt, ich würde diesen Weg jetzt, den es da, da drüben hochgeht, den würde ich jetzt am ehesten mal ins... Nee, ich will den anderen Weg hochgehen. Den will ich jetzt am ehesten mal erstmal als erstes inspizieren. Ich weiß halt nicht, ob in so einer Truhe ein Croc drin sein kann. Das wäre irgendwie dumm. Also ich hoffe nicht. Okay, wir gehen jetzt mal den Weg hier hoch. Ich bin den damals auch als erstes hochgegangen. Und weil ich den als erstes hochgegangen bin, war ich bei dem noch so am schlampigsten. Weil ich glaube, ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es Crocs gibt. Die habe ich dann irgendwo hier in, auf dem Weg dann entdeckt das erste Mal. Und aber ich glaube, dieser Weg selbst, der ist noch relativ unbenutzt gewesen von mir. So. Ich glaube zum Beispiel, hier war ich gar nicht drin. Das sieht man auch daran, dass hier die Truhe noch offen, noch zu ist.
Die Truhe ist zwar nicht wichtig, aber hier war ich zum Beispiel schon mal nicht drin. Daran sieht man, dass ich den Weg nicht sehr gut gegangen bin. Das Ding ist mir damals gar nicht aufgefallen. So. Okay. Okay, hier ist aber nichts weiter. Ah, das wollte ich nicht. Egal. Ja, hier bin ich schon recht fix damals einfach durch. Könnte gut sein, dass auf dem Weg was ist. Wäre zumindest wünschenswert. So. Soweit dürfte ich nichts verpasst haben. So. Okay. Da ist nochmal so eine Truhe. Ich glaube, die sind halt eher zum Kämpfen da, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt gehe ich erstmal hier weiter hoch, da ist nämlich zu. Das heißt, bis hierhin kann man jetzt sagen, habe ich den Bereich auch angeguckt. Okay. Kann ich da rein? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Ah, da muss ich sogar rein. Das ist eine Mission, wo ich rein muss. Na, dann machen wir das doch gleich so. Gucken mal, ob wir hier... irgendwas übersehen haben damals. Ne, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Ah ja, ich glaube, das war mein erster Grog, den ich gefunden hatte oder so. Das könnte sein, dass ich ab da dann gesehen habe, hey, es gibt Grogs. Ich erinnere mich so ein bisschen. Ich erinnere mich dunkel. Ich meine, es ist so oder so, es ist ein gutes Training, was wir jetzt machen. Also, schaden kann es nicht, ja, das alles nochmal umzulaufen. Ist halt fürs Let's Play ein bisschen dumm. Ich werde es auch jetzt nicht die ganze Zeit machen. Ich werde versuchen, irgendwie eine gesunde Mischung zu finden. Ich hätte einfach nur gerne, dass wir das, was wir bisher halt, dass es nicht so viel am Ende ist, was wir alles aufholen müssen. Dass man nur ein bisschen was dann aufholen muss. Hier, war ich hier schon mal? Ah, nee, war ich nicht, aber das ist nur eine Truhe. Aber auch das hätte jetzt wieder, ne, hätte jetzt wieder das sein können, was wir gesucht haben. Leider war es das nicht. Okay. Okay. So heiße ich.
Ich glaube, ich bin damals rechts rumgegangen. Gehen wir jetzt erstmal links rum. Das führt nämlich, glaube ich, nicht dahin, wo wir hinwollen. Sondern zu einem anderen. Ja. Kurzen Prozess mit dem Abschnitt. Da ist nämlich auch wieder. Da hört es nämlich auf da hinten. Da könnte was sein. Truhe mindestens. Okay, es ist eine Truhe. Ich habe zwar auf was anderes gehofft, aber gut. Wir haben immerhin was gefunden, was wir noch nicht hatten. Ha. Ist jetzt die Frage, kann in der Nähe von der Truhe auch ein Krog sein? An sich natürlich schon, klar. An sich natürlich schon. Ich denke, das eine schließt das andere jetzt nicht aus oder sowas. Okay, aber dann haben wir hier jetzt auch, na, den oberen Teil, würde ich sagen, haben wir gesehen. Dann gehen wir jetzt hier mal vorsichtig runter. Dann haben wir nämlich gleich die Runde gemacht. Ja, jetzt kommen die Dinger. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Holy shit, so kann ich nicht suchen. Was zur Hölle? Okay, hier ist eine Re- Ah, das ist die Fläche hier. Ich glaube, hier habe ich mich auch nicht so wirklich viel umgeguckt. Da geht es vor allem aktuell weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal den anderen Weg zurück. Das war nämlich der Weg. Aber ich glaube, der war auch einfach nur... Ja. Das war einfach nur so ein Quatsch. Ich glaube, da war kein Krog. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass hier ein Krog auf dem Weg ist. Aber das war genau, das war der Alternativweg hier. Jetzt sind wir wieder oben. Okay. Aber dann haben wir den Bereich auch weg, würde ich sagen. Sehr schön. Ich guck kurz, ob irgendwo ein Ballon in der Luft ist oder sowas, aber nee. Sehe ich nichts. Bin ich ganz ehrlich, sehe ich nichts. Okay. So. Machen wir einmal hier Feierabend. So, hier sind wieder so ein paar Wege, die einfach aufhören. Also da kann ich jetzt auch rein. Ich hoffe mal, dass ich da drin war damals und jetzt hier nicht plötzlich ein Krog aufhört. Okay, da war ein Krog, den habe ich aber mitgenommen. So. Ist doch schon mal viel wert. Dann würde ich sagen, ist der Abschnitt damit auch geklärt. Und das ist das, was ich meinte. Hier spielt sich das deutlich angenehmer, die Sachen abzuklären, wo was ist und wo was sein könnte. Weil es halt nicht viele große Flächen gibt. Und die großen Flächen, die es gibt, die sind nicht so groß. Die kann man recht gut überblicken. Das ist deutlich angenehmer, was die Suche angeht. Als eben Dings, hier, weißt du schon. Hyrule. Feld. Hyrule Feld war absolut nicht angenehm. Holy moly. So. Jetzt geht's hier wieder runter. Ich gehe trotzdem ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo... Es wäre halt echt fies, wenn es auf dem... Meteorabschnitt. Meteor sage ich schon. Auf dem Lavabrockenabschnitt. Den Krog verstecken. Aber sicher, möglich ist alles. Das scheint nicht so zu sein. So. Okay. Ha ha ha!
räume mich hier erstmal kurz auf, weil sonst gehen die mir alle auf den Keks. So. Und dann können wir uns jetzt hier in Ruhe umgucken auf dem Abschnitt. Da oben ist zum Beispiel eine Kiste. Da ist ein Animagus. Wie? Warte, da leuchtet irgendwas. Achso, das ist die Truhe, die runtergefallen ist, ja. Verstehe ich. Aber einen Krog sehe ich jetzt hier nicht. Nee. Okay. Aber damit würde ich sagen, ist auch dieser Abschnitt von uns exerziert worden. Was mache ich denn? Okay. Hier noch irgendwas, wenn ich hier zurücklaufe? Nee. Das ist einfach nur alles Schrott. Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz hoch. Da ist noch so ein kleiner Zipfel. Ich weiß, ob ich in dem Zipfel drin war. Ah, das ist das hier, ne? Ja, okay. Da war ich drin. Gut. So. Hier bin ich, glaube ich, auch recht schnell durchgelaufen, weil mir die Dinger auf den Keks gegangen sind. Aber das war nicht sehr klug. Okay. Habe ich hier meine Ruhe und hier ist aber nichts, ne? Nee. Nee, hier ist einfach nichts. Okay. Gut. Laufen wir weiter. Jetzt sind wir nämlich gleich wieder am Anfang. Ja, genau. Das wäre jetzt der andere Weg gewesen. Wenn wir nicht da drüben hochgelaufen wären, wäre das der Weg gewesen. Okay, sehr schön. Dann bleibt jetzt nur noch der Weg am ganz am Anfang, wo wir die Runde gestartet haben. Den kann ich jetzt wieder hochlaufen. Da müsste jetzt offen sein. Da weiß ich auch, einen Krog haben wir da auf jeden Fall schon mitgenommen. Das weiß ich noch. Einen haben wir da auf jeden Fall schon mitgenommen. Da war irgendwo auf dem Mittelweg war irgendwo einer. Oh, das war hier dieses Ding. Ich glaube, aber das ist ja der Anfang. Ja, gut. Egal. Ja, aber das ist jetzt auch wieder nur ein ganz enger Weg. Hier kann eigentlich nicht viel versteckt sein. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich würde vermuten, dass der Krog eher im Schlussabschnitt ist, wo es zum Ivarok hochgeht. Da könnte ich mir eher so einen Krog noch vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Na, wissen kann ich gar nichts, nur vermuten. Oha. Das ist auch ein interessanter Weg. Okay. Ich würde sagen, bis hier. Na.
würde sagen, bis hier haben wir dann auch alles gesehen. Ja, das ist nichts mehr. Fühlt sich nicht so an, als dass hier noch was wäre. Okay. Jetzt kommt wieder ein relativ enger Weg. Da kann eigentlich auch nicht viel sein. Höchst in der Luft irgendwelche Ballons oder so, aber es sieht auch nicht so aus. Nee. Ah, das ist jetzt der Weg mit den ganzen Blobs. Aber das Gute ist, wenn ich aufgeladen bin, kann ich die direkt zur Explosion bringen. Ohne Pfeil und Bogen. Das ist ja äußerst angenehm. Hier ist nix, hier kann nix sein. Bumm. So will ich das. Okay, nice. Okay, hier ist auch nichts weiter. Okay, jetzt kommt ein ganz enger Weg. Also wirklich ein richtig enger Weg. Also da kann ich meine, das sieht komisch aus, aber das ist, glaube ich, einfach nur so. Also hier kann jetzt eigentlich kein Krog kommen. Das ist jetzt so ein enger Weg auf der Karte, wenn ihr euch das mal anguckt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich röste einfach die ganzen Koronen. Weil sie alle das Ding ins Gesicht kriegen. Hier ist effektiv auch wieder nichts. Ist das Ziel? Also was heißt Ziel? Aber da ist dann der letzte Vorposten, den wir erobern sollen. Da gehe ich aber erstmal gekonnt vorbei, weil ich weiß noch, hier ist so ein Weg gewesen. Ah, super. Hier ist so ein Weg gewesen. Der führte dann nämlich über kurz oder lang nach oben und da ging es dann nicht weiter. Das will ich jetzt auch erst wieder abklären, dass so lange nichts kommt. Weil das war dann der letzte Abschnitt. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich denke, wir haben im letzten Abschnitt was liegen lassen. Es ist ziemlich sicher, dass wir im letzten Abschnitt was haben liegen lassen. Es ist leider wirklich ziemlich sicher. Man muss es einfach so sagen. Hier kommt dann nachher der Kampf mit dem Ivarok. Der ist auch einfach nur dafür da, die Fläche. Was war da drüben? Ja, das ist noch zu. Ja, moin. So, aber was ich meinte, ist dieser Weg hier hoch. Den gehe ich nämlich nachher nicht mehr. Den gehe ich jetzt und dann gehe ich ihn wieder zurück. Na, den gehe ich nur einmal. Ich gehe dann danach andersrum da hoch. Das meine ich. Boah, es ist eine lange Mission, meine Güte. Nice, neue Stufe. Stufe ist immer gut. Ich habe schon ewig nicht mehr mein Schild eingesetzt, kommt mir gerade. Link hat ja auch ein Schild. Hier, wollt ihr mal sehen? Zeig halt mal dein Schild jetzt, du. Okay, er dreht sich mal wieder um. Wir sehen das Schild nicht von vorne. Okay. Und da drüben ist das Tor zu. Da geht jetzt also auch nichts. Ah, den machen wir jetzt so weg. Genau. Genau, das ist das. Da kommen wir dann von der anderen Seite hin. Das kenne ich noch. Okay. Gut, zurück.
Hier war nix. Ist natürlich ärgerlich, dass jetzt hier nichts war, aber naja. Wo ist Zelda gerade auf der Karte? Nee. Ganz woanders. Also, letzter Vorposten. Das war das. Ist hier irgendwas versteckt? Das? Nee. Okay. So, jetzt muss ich da drüben hin. Jetzt ist, glaube ich, da der Ivarok aufgetaucht, oder? Ich bin ziemlich sicher, dass das ist ja eine... Ja. Erst die Kleinen. Und dann der Big Daddy. Lass mal kurz hier rein. Okay, da war nix. Ja, da ist der Big Daddy. Ach komm, keine Sequenz jetzt. Ist doch gut. Ist doch gut. Ich sollte! So, ich hoffe, der geht jetzt recht fix. Sollte aber recht fix gehen, ich bin ja deutlich stärker. Da hat er sich erstmal abgekühlt. So, reicht es? Ja, das reicht direkt. Nice. Einmal drauf und das war's. Sehr schön. Okay, ist hier irgendwas Spannendes? Das ist nichts Spannendes. Gut, damit war die Mission aber noch lange nicht vorbei. Denn jetzt kann man, wie gesagt... Wobei, bin ich damals einfach einen anderen Weg gegangen? Ich komme doch jetzt direkt da hoch. Ich kann doch jetzt genau da oben durchlaufen. Bin ich damals einen anderen Weg gegangen? Oh. Möglich, dass ich einen anderen Weg damals gegangen bin. Dann muss ich den Weg jetzt allerdings dann zurücklaufen. Weil ich denke ja, es muss ja in dem Abschnitt, in den ich jetzt gehe, da muss ja noch der letzte Krog sein. Alles andere wäre komisch. Aber wenn ich jetzt den letzten Krog hier oben nicht finde, dann wird es kritisch. Dann habe ich wieder was verpasst. So, da ist einer. Da muss aber... Ich würde, wie gesagt, vermuten, auf dem Weg zum Ivarok nach oben, dass da noch ein... Ja, ist doch gut. Dass da noch einer ist. Oder vielleicht hier in den Quellen einfach, könnte auch sein. Die Quellen lecken wieder wie eh und je. Zu viel Dampf oder so, keine Ahnung. Solange mir nichts abschmiert, alles okay. So, jetzt muss ich hier... Ach, das ist das Tor. Das ist das Tor, wo ich vorhin schon war und gesagt habe, okay. Da kommen wir noch nicht durch. Das war der andere Weg, okay. Na, dann bleibt eigentlich wirklich nur noch der Weg nach oben zum Ivarok.
Alles andere haben wir dann jetzt ja wirklich gesehen. Ne? Wenn ich jetzt nochmal auf die Karte gehe. Wir haben alles abgelaufen. Es bleibt nur der Weg da hoch. Also wenn da jetzt kein Grog auftaucht... Na, hier waren wir, genau. Wenn da jetzt kein Grog auftaucht auf dem Weg, dann muss ich weinen. Und alles nochmal ablaufen. Scheiße. Oh, ist das bitter. Aber ich vermute, dass es da ist. Es kann eigentlich woanders nicht sein. Guck mal, da ist auch noch einer gewesen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die Crocs auf der Karte so ein bisschen der Reihenfolge nach, wie man sie bekommen kann, sortiert sind. Na, wobei, das passt nicht zu dem auf Hyrule-Feld. Wow! Ja, moin. Das passt nicht zu dem auf Hyrule-Feld, was ich jetzt sagen wollte. Weil ich wollte sagen, wenn wir davon ausgehen, dann ist es der letzte Krog, der hier fehlt, weil der in der Reihe der letzte ist. Aber ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Ich glaube, das ist nicht... Weil gerade, du kannst ja die Crocs auch in einer beliebigen Reihenfolge. Also, ne, zwar hier kann man jetzt sagen, das ist der letzte. Das könnte wirklich hinhauen. Aber das würde nicht immerhin funktionieren. Manchmal würde es funktionieren, manchmal nicht. Das ist jetzt meine Vermutung. So, macht euch alle weg. Kamen jetzt hier nicht wieder zwei Moblins oder sowas? Ja. Oh, hier drin war ich nicht. Oder? Weiß ich nicht. Aber da sind jetzt einige Gänge. Da sind einige Gänge, die ich ablaufen sollte. Was? Wo? Ach, da unten. Ist da Zelda? Ist das Zelda? Okay, Abflug. Ich übernehme, Link. Ja? Was zur Hölle? Das wär's noch, wenn ich deswegen verliere. Ja, den wirst du doch wohl einfach jetzt erledigen können. Hey, Goronen-Hauptmann, lass den mal in Ruhe. Das ist jetzt nicht deine Aufgabe hier. Das wäre nicht so gut, wenn der jetzt hier drauf geht. Uns gelang der Sieg. So, prima. Kann ich wieder zurück zu Link. Hier wäre noch so ein Weg gewesen. Da ist leider nichts. Gibt's da jetzt noch eine andere? Nee, okay. Aber so mitten aus dem Nichts dem Goronen-Typ droht die Niederlage. So gar keine Meldung vorher gekommen oder ich hab's übersehen. Dass es gerade kritisch werden könnte. Okay, hier ist effektiv auch wieder nichts. Es bleibt nicht mehr viel Weg übrig, den wir gehen können. Oh, okay, Moment. Hier vielleicht? Findet sich in einem harten Kampf. Ja, wo denn? Hier nicht, scheiße. Wo muss ich hin? Nee, da ist Zelda näher. Da ist Zelda näher. Ich übernehme, Link. Ja, du übernimmst. Ja. Nee, hä? Gegen wen kämpft der denn? Der ist es nicht. Scheiße, welcher ist denn das? Da drüben? Hä? Welcher befindet sich denn im harten Kampf?
Der sieht halt nicht so gut aus, aber das war's. Ihr weiß nicht, was ihr von mir wollt. Okay. Dann gehen wir weiter hoch hier. Ich hoffe echt, dass ich noch die zwei Crocs finde. Sonst muss ich doch sehr bitterlich weinen. Die zwei Crocs. Ein Croc ist es ja nur. Es ist ja nur ein Croc. So. Den suche ich jetzt schon den ganzen Part über, ne? Es ist schon eine Dreiviertelstunde, dass ich den Croc suche. Ein Croc. Oh, es ist bitter einfach, Mann. So. Ach, jetzt kommt der Quatsch. Ja, ist in Ordnung. So. Aber hier ist auch nichts mehr. Es gibt nur noch den Weg nach oben. Das gibt's doch nicht. Habe ich da dann wirklich am Schluss noch den Croc übersehen? Hier irgendwo. Keine Ahnung. Weil ich bin ja gleich oben dann. Ich muss den hier übersehen haben. Alles andere kann nicht sein. Aber ich hoffe echt, ich finde den noch. Oh! Okay. Gut. Jetzt aber Abflug hier. Mach dich einfach weg. Oh nee, muss ich den jetzt echt besiegen? Ah nee, okay, ich dachte schon. So, kühl dich mal ab. Alter, du scheiß Magie-Vieh, ey. So, Abflug. Oh Mann. Oh Mann, ey. Für eine dämliche Nuss. Bruder. Uff, Samen. Aber ist ja egal, ob es Nuss oder Samen ist. Oh. Ist nicht zu glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange da sitzen werde. Aber es ist halt das Ding, wenn man nicht weiß, wo er ist. Ne? Ach komm schon. Dann fängt man an, die ganzen Sachen abzusuchen. Ist dann halt dumm. Aber was willst du tun? Ach komm schon. Ach komm schon. Okay. Ein Samen mehr. Oh, ich fasse es nicht. Aber hey, was tut man nicht alles? Ich meine, es ist auch ein Training für Link gewesen und so weiter. Na, das kommt alles zusammen. Und oh, das geht jetzt. Das geht jetzt. Das gucken wir uns noch an. Was ist das? Was ist das eine hier? Eine großartige Sache. Händler, bla bla bla. Okay. Bockblindmaske. Der Händler vom Tonkopfteig hat diese eigenartig niedliche Maske selbst angefertigt. Trage sie und du fühlst dich wie ein Bockblind. Die hat jetzt irgendeine Bedeutung? Oh, das geht auch. Erweiterung der Handelsmöglichkeiten. Okay, neuer Stall ist verfügbar. Nice. Hey,
Bei dem sind so Monstersachen gut zum Verkaufen. Okay. Oh, ein Hinox-Herz zum Beispiel gibt 200. Hinox-Zahn, not bad. Oh, und Moldora-Herz gibt 275. Haben wir 5 Stück von. Neues. Okay. Was hat er zum Kaufen? Ah, solche Sachen. Okay. Da habe ich auch letztens was gelesen, wo wir sowas gebraucht hätten. Okay, fühle ich. Gut. Sehr schön. Dann war das doch jetzt nochmal ganz sinnvoll, dass wir da oben hin sind. Da geht was. Mifa-Herzen plus 2. Her damit. Das sollte nützlich sein. Da geht ein anderes Herz da unten. Wunderbar! Sehr schön. Herzen aller Verbündeten plus 1. Neues. Ach, das waren die neuen Farben immer noch. Okay. Geht noch irgendwo irgendwas? Ich sehe nirgends was noch blinken. Ich denke, das war alles, was ich aktuell machen kann. Ja. Okay. Schön. Dann schließen wir hier. Ah, das Ding ist aber, vielleicht muss ich das trotzdem mal machen. Ach komm, scheiß drauf. Weil man vielleicht andere Sachen dadurch nochmal freischaltet. Achtung. Na, dass man erst hier. Stimmt! Ich muss es ja alleine schon machen für die Ortmission. Ich bin ja dumm. Na, hier für das da. Muss ich es ja eh machen. Okay. War blöd, hab nicht nachgedacht. Gut, ich überlege gerade, welches die eine Mission war, die da hier, ne? Da haben wir noch keinen einzigen Krog. Da gibt's 6 Stück bei dieser königlichen Institutmission. Gibt's 6 Krogs. Das war auch, glaube ich, von der Fläche her relativ überschaubar. Es waren zwar viele Wege und so, aber es war von der Fläche überschaubar. Ich habe mich halt einfach nicht umgeguckt. Das ist halt das Ding gewesen. Das war das, wo man fliehen musste vor dem Viech. Dann würde ich sagen, da gehen wir im nächsten Mal auf jeden Fall durch. Danke fürs Zuschauen und tschüss.